Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Ravensward. Ja, wir sind hier immer noch in the North Meadowlands, haben soeben gegen ein paar Orks gekämpft, haben die auch mehr oder minder easy fertig gemacht. Wir sind hier schon so ein bisschen rumgelaufen, haben ganz da hinten, da im Westen und im Südwesten, haben wir auch eine Cave, also eine Höhle entdeckt, die wir bestimmt noch irgendwann erforschen werden. Im Augenblick ist das Problem, dass direkt am Eingang, kaum dass man reingekommen ist, zwei Orks, die wutentbrannt sind, stehen. Und da bin ich mit meiner Schwertkämpferei einfach noch nicht so weit, dass das viel Sinn macht. So, das letzte Mal durften wir aufsteigen. Oh, was mache ich denn? Das letzte Mal durften wir aufsteigen, deswegen steigen wir jetzt auch mal auf. Jo, genau. So, dann werden wir uns mal überlegen, was machen wir denn? Wir können einmal unsere Stats wieder machen. Jetzt muss man gucken, was gibt's denn da? Agility increases your ranged weapon damage. Ich glaube, dass wir das mal machen. Genau. Jo, und das Talent. Da würde ich denken, dass es Zeit wird, mal so ein bisschen... Ja. Melee Mastery. Ja, ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir mal ein bisschen mehr Power auf unser Schwert kriegen. Drum skillen wir das. Dann haben wir das auch schon. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Okay, so. Also da, wo wir stehen, ist hier der Ork-Vorposten. Genau, so nenne ich das einfach mal. Da drüben geht es in die White Peaks. Ich kann es nicht ganz lesen. Also White Peaks, sonst irgendwas. Da ist dann wohl unser Quest. Welchen haben wir denn eigentlich aktiviert? Ich weiß es gerade gar nicht. Da haben wir den Snow Yeti. Genau. So. Und lass gucken. Und dann können wir da noch irgendwie hier so rumlaufen. Da diese Richtung, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Da können wir auch noch ein bisschen erforschen. Da geht es so ein bisschen rein. Und ich glaube, dass wir das zuerst machen. Genau. Wir sind Forscher. Bin mal gespannt, wo wir da so hinlanden. Komm, mach mal die Karte an, damit ich das auch wirklich sehe. Weil da hinten geht's rum. Und vielleicht finden wir ja irgendwas. Irgendwelche, weiß der Kuckuck, Höhlen, Kisten. Ich hätte gerne noch eine stärkere Hiebwaffe oder Stichwaffe. Da geht's gerade mal wieder runter. Ich denke, das gucken wir uns an. Und dann werden wir irgendwann da in diese... durch dieses Tor da treten. Also da, wo halt der Durchgang ist. Hm. Okay, man sieht nicht allzu viel. Lass schauen. Da noch irgendetwas? Keine Höhle, keine Kiste. Nichts für mich, nichts für den Entdecker. Okay, wir laufen einfach. Ich will es wissen. Ich will wissen, ob wir da was finden können, aber es sieht echt nicht so aus. Hm, okay. Also ziemlich tote Hose. Jetzt kommen wir wieder da runter in das Gebiet, in dem ja eben noch kein Schnee liegt. Der Schnee, der fängt ja hier so ziemlich, ziemlich übergangslos an. Und wenn wir da rumlaufen, da durch diesen kleinen Durchgang, das schauen wir uns auch an. Wahrscheinlich werden wir nur irgendwelche Feinde entdecken. Oder wir laufen, kommen wieder auf die große Ebene. Das kann natürlich auch sein, dass da nichts weiter zu finden ist. Also ich sehe auch nichts, was irgendwie wie eine Höhle oder sonstiges aussieht. Aber man kann da hochlaufen. Ich weiß gar nicht, man kann doch, ihr habt es gesehen, als wir da bei Richard waren, ne? Bei Richard, seinem Angestellten, kann man ja eine Pfeife kaufen, mit denen man, ja, mit denen wir Pferde und sonstige Reittiere rufen können. Ich frage mich mal ganz ehrlich, also da gibt es nichts zu finden, dann gehen wir da hinten durch. Ich frage mich ganz ehrlich, ob man denn vielleicht auch Reittiere einfach so finden kann oder ob das wirklich bloß mit dieser Whistle geht. Möglicherweise geht's nur mit der Whistle, weil die vielleicht auch gleich das, die wilde Reitbestie zähmt. Nach wie vor weiß ich nicht, was für ein Tier es ist neben dem Pferd, das man reiten kann. Aber, naja, also sind wir ehrlich, das Problem an der Geschichte ist ja sowieso diese Whistle. Zepp, du wirst lachen, haha. Sind so teuer, dass man sich sowieso nicht leisten kann. Also mit Fettgeld ist hier leider nicht. Vielleicht müssen wir dann doch mal die eine oder andere Höhle aufsuchen. Vielleicht findet man da irgendwie mehr Kohle. Weil die Bogen sind sehr teuer. Wie gesagt, nach wie vor hätte ich sehr gerne mal eine Axt. Da stehen die ja schon wieder da. Seid ihr gespawnt? Ja, egal. Wir laufen jetzt einfach vorbei und laufen da unten rein.
Die sind tatsächlich, das spawnt relativ schnell hier, stelle ich fest. Damit beschäftigen wir uns jetzt gar nicht. Bin ich denn richtig? Ja, ich bin richtig. So, dann laufen wir jetzt da durch. Da muss es einen Durchgang geben. Weil es ist ja alles Gebirge hier. Geht es denn da vorne noch irgendwie weiter? Da könnte man theoretisch auch weiterlaufen. Da kommen wir aber, glaube ich, her ursprünglich. Wo geht's denn durch? Also, wir sind noch nicht da, da unten. Genau. Von da drüben sind wir gekommen. Und dann gehen wir jetzt mal diesen Goblin an. Wo geht's durch? Wo ist der Durchgang? Hallo? Ah, wir stehen fast genau davor. Durchgang, Durchgang. Da. Da ist der Durchgang. Okay, dann gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Wow. Eine Schlucht, die wir durchqueren. Wobei, eigentlich ist es keine Schlucht, das ist eher eine Höhle. Ein Durchgang. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind wir hier? Hm. Mal schauen. White Iron Peaks. White Iron Peaks. Okay. Also nicht mehr die Meadowlands, sondern White Iron Peaks. Und irgendwie sehe ich nicht... Ah, da sind... Schau mal, da sind Hasen. Die kann man sicherlich auch essen. Wir sollten ein bisschen... bisschen auf unsere Verpflegung achten. Ja, wieso treffe ich dich nicht, Hase? Oh, die sind flotti. Ah, verflixum aber auch. Okay. Ah, da ist noch ein Häschen. Böses Häschen. Ja, genau. So. Du gibst mir jetzt Fleisch, hoffe ich, oder Fell. Werden wir gleich sehen. Ah, Rabbit Meat. Wunderbar. Weil wir, ne, wir wollen ja nicht verhungern. Oh, da drüben sind... Iaiaiaiaiai. Diese Wolfsartigen. So. Okay, das heißt, hier heißt es ein bisschen aufpassen. Guck mal, da ist noch ein Häschen. Vielleicht versuchen wir mal, das Häschen zu erschießen. Ah, verflixt. Was ist mit dem Bogen los? Ich hab dich doch voll im Visier, Schatz. Oh, guck mal, da ist einer. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Da sollten wir jetzt schauen. Der Winterwalk. Sind die Winterwalks denn gefährlicher als die anderen Walks, die wir haben? So, wir verstecken uns wieder. Ich kann mich nicht verstecken. Warum kann ich mich nicht verstecken? Komm her, Häschen. Also, sag mal. Also, Rabbitfleisch ist ganz offensichtlich schwer zu kriegen. Ich kann mich nicht verstecken, weil Feinde in der Nähe sind. Oh, oh. Ob der mich schon gesehen hat, dieser Walk hier? Jetzt nehmen wir erstmal das Fleisch. Und jetzt... You are now hidden. So. Da drüben war einer und da war einer. Na, da sind zwei. Okay. Da heißt es dann aufpassen. Dann werden wir mal... erst gucken, wo der hier steckt. Und immer schön drauf achten, Jolina, dass du nach hinten weg kannst. Da ist er. Versteckt sich hinterm Baum, der Böse. Ich bin nicht mehr versteckt. Jetzt hoffe ich, dass die anderen... Ah, du bleibst hängen. Wenn du da am Baum hängen bleibst, komme ich mal näher. Ah, du bleibst beim Baum hängen, aber... ja. Manchmal finde ich Bugs ganz nett. Ah, gehen wir mal näher ran. Sag mal, was ist denn mit dem Bogen los? Dieses Gebiet leckt ein bisschen, habe ich den Eindruck. Okay, also... ich kann mich jetzt nicht... So, jetzt kommt er, oder? Nee, der bleibt hier wirklich hängen. Jetzt aber. Dann schießen wir ihn einfach mal in Ruhe ab. Bin ich nicht undankbar, wenn er nicht kommt? Muss, ne? So. Junge, jeppa. Dann haben wir dich. Sehr schön. So, und jetzt komm, gib mir was. Hallo? Oh nee, komm. Was er fies. Da gibt's nichts zum... keine Belohnung? Schieße ich einen Walk ab und krieg keine Belohnung? Naja, gut, okay. Also, das Belohnungssystem in diesem Spiel ist nicht besonders groß. Oh, das sind drei. Ja, Wahnsinn. Lauter Walks. Winter Walks. Also gut, dann eine nach dem anderen. Mit den Goblins hatten wir das ja auch schon. Die Frage ist, welchen nehmen wir zuerst? Lass mal gucken. Weil wenn die zu zweit angreifen, haben wir es ja nicht ganz einfach. Was ist denn mit dem Bogen in dem Gebiet hier los? Ach so, da ist wieder mein Dings im Weg. Mach, Leute. Jolina wieder.
Ja, Lina, auf der Pirsch. So, treffe ich dich jetzt? Ja. Und ich bin nicht mehr versteckt. Das finde ich schade. So schön zurücklaufen. Oh, du bist schnell. Du bist schnell. Gut, dass du... Ah, verflixt. Ich kann nicht rückwärts... Nicht drauf geachtet. So, walk. Hammer dich. Okay. Gibst du mir was? Gibst mir auch nichts. Also, das ist ja echt... So. Geizig. Geiziges Spielchen. Wo doch Beute so viel Spaß macht. So, dann gehen wir mal den nächsten an. Ich denke, zwischendrin, da bin ich jetzt einfach mal so frei. Speichere ich einfach. Dann müssen wir nachher nicht so weit zurück, falls ich mit den Walks dann doch Probleme bekomme. Ah. Okay, dann versuchen wir es von da oben. Pirschen uns. Das mit dem Pirschen müssen wir auch irgendwann verbessern, aber... Komm her, Walk. Ah, zurücklaufen, meine Süße. Ah, verdamm ich aber auch. Wo bist du? Wo bist du denn, Walk? Da ist er. Komm her. Und noch einen. Und noch einen, bevor ich wieder an der Wand stehe. Jawohl, gut, okay. Dann haben wir den auch. Und auch du gibst mir nichts. Ah, geizige Biester, ehrlich. So, okay, da drüben ist ja der dritte und da ist noch einer, ein vierter. Ja, Schande, 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 Schande. Hm, tja. Man hat so den Eindruck, dass das Spiel der Ansicht ist, wir müssten hier noch ordentlich leveln. Wahrscheinlich ist dann einfach dieser Schnee-Yeti so ein unglaublicher Gegner. So, wo bist du? Walk, 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 da drüben bist du. Da ist noch einer. Oh Mann, hey. Du bist weit weg. Also solange die nur einzeln kommen, geht's ja noch. Oh Mann, 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 Mann. Komm her. Komm, lauf da. Ah, oh, er zeigt sich nicht, der Böse. Ständig irgendwas im Weg. Keine freie Sicht. Komm her. Und ein Stück zurück. Jeppa, hat's dich getroffen, hä? Huh? Noch einen und dann haben wir dich, glaube ich, auch schon. Na, noch gar nicht mal. Halleluja! Jetzt aber. Die fassen ganz schön zu, finde ich, Leute. Komm, gib mir was. Ach, das gibt's doch gar nicht. Echt. Geiz kriegen. Verdammte Geiz kriegen. Okay. So, dann nehmen wir den nächsten. Dann nehmen wir den nächsten. Es ist ja im Grunde genommen immer das gleiche Schema. Wir schießen und laufen zurück und hoffen, dass wir schnell genug sind und nicht irgendwo hängen bleiben. Ich glaube ja nach wie vor, dass meine Fähigkeiten mit Hieb- oder Stichwaffen nicht gut genug ist. Es ist wahrscheinlich immer zu weit weg. Da drüben ist wieder ein Häschen. Komm ein bisschen näher. Komm, walk. Jeppa. Oh, nicht getroffen. Oh, du bist schnelli. Böser Walk. Und ich häng. Das ist genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, dass ich hängen bleibe. Aber shit happens. Genau, shit happens. Egal. So. Oh, seht ihr, was ich sehe da vorne? Zwischen den... Da bewegt sich ein... Oha. Da ist ein Bär. Da haben wir ja schon die Erfahrung gemacht, dass die Bären ziemlich übel sind. Die Frage ist, ob wir uns einfach versuchen, vorbeizuschleichen. Oder sollen wir den Bär angreifen? Weil die tatzen ja nur einmal und dann bist du hinüber. Okay, ich glaube, wir schleichen uns vorbei. Wir versuchen es zumindest. Drüben sind wieder Häschen und da oben sind noch mehr Walks. Das ist ein sehr unangenehmes Gebiet hier, finde ich. Bär, Bär, Bär. Ach, wisst ihr was? Ich speichere und greife ihn an. White Bear. Ob die wohl schlimmer sind als die Grizzlies? Oh oh.
Uiuiui. Oh oh. Also es war vielleicht keine gute Idee. Geh mal weg da. Geh mal weg da, mein Freund. So, jetzt sind wir so, dass wir zurücklaufen können. Dann dreh dich mal. Und schieß. Schieß. Wow. Leute, wenn ich mir vorstelle, dass mir sowas entgegenkommt. Oh, hängen geblieben. Hihi. Okay. Manchmal hilft das Programm. Wenn du hängen geblieben bist, dann... Na, komm. Hänge ich jetzt auch wieder. Dann können wir den ja in aller Seelenruhe abschießen. Danke, mein Bärchen. Lauf. Direkt von vorne. Ja. Ne? So. Okay, also ich sehe schon, es hat den einen oder anderen Bug, obwohl die eigentlich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, kriege ich ein Update. Aber so diese Kleinigkeiten hier, oh Mann, Leute, also ich glaube, mit Bären werde ich mich vorerst nicht anlegen. Guckt mal, wie häufig man da schießen muss, dass man den auch wirklich trifft. Jetzt habe ich aber Headshot. Ah, da gibt's endlich mal was. Sehr schön. So, komm her, gib mir wahrscheinlich ein Bärenfell und Bärenfleisch. Nö. Bloß eine Bärenhaut. Aber die ist mit 60 ganz schön. Ganz ordentlich was wert. So, jetzt gehen wir mal gucken. Dann laufen wir hier mal weiter. Oh, da sind wieder Häschen. Wir müssen an unsere Ernährung denken, ne? Oh, sag mal. Also, du nagst du mich? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin so eine Bogenschützin. Juhu. Ja, komm her. Nehmen wir erstmal das Rabbit Meat. So, und jetzt, pass auf, da oben haben doch auch irgendwelche Walks rumgemacht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Jetzt speichern wir nochmal, damit wir diesen bösen Bär nicht nochmal machen müssen. Genau, und dann gehen wir mal wieder in die Tarnung. Und gucken wir vielleicht mal auf die Karte. Oh Mann, da drüben läuft wieder ein Häschen. Okay, ich komme gar nicht anders. Ich muss da hoch. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich glaube, da hinten ist nicht nur ein Walk, sondern da hinten hat es auch noch einen Bären. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Da bei den Tannen oben schien es mir gerade so. Oh, ein Walk. Bist du auch ein Winterwalk? Bist du der Einzige? Ne, da ist noch einer. Da sind noch zwei. Okay. Ich sehe es schon. Dieses Gebiet hier ist nicht ohne. Treffen wir dich von hier aus? Sieht nicht so aus. Noch ein bisschen näher. Komm her, Schatz. Ja, bah. Bin ich auch nicht mehr so. Komm. Und noch einen, dann sollten wir dich haben. Das ist auch gut so. Wo sind die anderen? Die sind noch da oben. Gibst du mir was? Ah. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal Häschen jagen. Jappa. Ah, verflixt ihn aber auch. Komm her, Häschen. Ich erschieß dich. Meine Güte. Würdest du bitte auch einfach mal hängen bleiben da in der Wand? Jetzt aber. Genau. Immer schön. Und wir steigen auch gleich wieder auf. Man hat mir ja dankenswerterweise gesagt, dass der grüne Balken mein Skill-Balken ist, also mein EP-Balken. Wann bist du aufgestiegen, liebe Jolina? Ich hätte es nicht erwartet, weil da in der Regel ja eigentlich eher immer Ausdauer und solche Geschichten sind. Aber es ist tatsächlich der Balken, der mir anzeigt, dass ich bald leveln kann. Das heißt, wir nehmen noch einen Walk aufs Korn. Es sind zwei. Ich speichere wieder. Muss ja nicht sein, dass wir dann wieder so weit vorspielen müssen oder so weit zurückfallen. So, jetzt pass auf, was hängt da oben? Bist du ein Walk oder bist du... Was bist du da? Oder bist du ein Bär? So, da ist ein Walk. Das sind da drei Walks. Okay. Wir versuchen es. Man kann ja nur immer hoffen, dass die immer nur einzeln kommen. Ah, da ist noch ein Bär. Ja, Scheibenkleister. Okay. Ah, was mache ich denn? Ich jetzt schießen. Die Frage ist, können wir schon genug schleichen, um uns da einfach vorbeizuschleichen? Das sehen wir. Das probieren wir jetzt einfach. Ich kann es aber irgendwie nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Wir hoffen mal, der Bär bleibt, wo er ist. Ich will noch ein bisschen leveln. Oh,
Okay, komm. Upsa. Oh, dann jetzt wieder zurück. Wo bist du? Hey, wo bist du denn? Verflixt aber auch. Was mache ich denn? So, jetzt haben wir. Das war auch gut so. Und von dem kriegen wir was. Endlich mal einen Walk, der ein bisschen großzügig ist. Na gut, wir nehmen das Fell. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir noch eine Runde leveln. Also vielleicht ein verseuchtes Gebiet hier. Das ist ja echt der Hammer. Okay, dann pass mal auf Talent. Stats. Vigor. Maximum Energy. Maximum Health. Nehmen wir mal Maximum Health. So, und jetzt ist die Frage, nehmen wir irgendwas mit Stealth? Stalk, increase your movement. Da könnte ich schneller laufen. Oh, 20% mehr Schaden, wenn ich... Ja, das ist nicht schlecht. Das nehmen wir. 20% mehr Schaden, wenn wir aus dem Stealth angreifen. Okay, gut. Wir probieren, ob wir uns vorbeischleichen können. Weil das ist ja... Also, hier mit den Walks, finde ich, geht's ja noch. Ich kann's nicht lassen, Leute. Ich kann's nicht lassen. Komm her. Winterwalk. Und tschüss. Wunderbar. Und, kriege ich was von dir, mein Lieber? Ah. Wieso kann ich mich nicht verstecken? Ich will mich verstecken, weil ich will mich verstecken, weil ich dann nämlich... einen stärkeren Bogen habe. Dann versuchen wir jetzt den hier. So, dann positionieren wir uns hier. Dann ist nämlich das Zurücklaufen leichter. Nach wie vor bin ich im Zweifel, ob wir es mit dem Bären versuchen sollten. Ja, guck mal. Ja, ja, ja. So, komm her. Und noch einen. Babam! So, und wieder ein Walkfell. Ich bin ja bloß froh, dass wir hier nicht auf unsere Pfeile achten müssen. In anderen Spielen hast du ja einfach das Problem, so jetzt verstecken wir uns an den Bären, schleichen wir uns vorbei, den nehme ich nicht mit. Gibt es hier irgendwas zu finden? Grimpass, da vorne ist der Grimpass. Bis zu dem laufen wir noch, wenn wir so weit kommen. Halt, zwischendrin speichern wir einfach wieder, so. Ich tue das jetzt. Bis zu dem Grimpass laufen wir mal und dann, denke ich, machen wir Schluss für heute. Ihr seht, es ist ein actionreiches. Können wir denn da irgendwie... was finden? Grimpass. Ach, guck mal einer an. Da vorne wohnt der Yeti. Weil das haben wir ja aktiv als Quest. Dann wohnt der Yeti da vorne. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da durch? Na egal, wir versuchen es mal über den Pass. Da kommen wir mit Sicherheit nicht durch. Ich guck's mir mal an. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass wir da einen Quest von Richard haben, einem alten Abenteurer. Der hier mal irgendwann eine Höhle gefunden hat, in der ein Yeti haust. Ja, gut, okay. Ich denke, dass wir da jetzt nicht, noch nicht rumkommen. Das ist noch zu früh. Wir laufen einfach bis zum Grimpass. Den Bär lassen wir Bär sein. Bären finde ich sehr beeindruckend. Nein, Jolina, lass es. Jolina, lass es. Okay, also einfach vorbei. Guck mal, da sind noch Walks. Ach du Mann. Dann sollte man den Grizzly vielleicht doch... Den Grizzly vielleicht doch. Aber bitte so positionieren, meine Süße, dass du dann zurücklaufen kannst, ne Jack? Wir schleichen uns an. Und positionieren uns, dass wir zurücklaufen können, weil das dann nämlich zwingend notwendig ist. Und wenn ich es nie wieder tue. Upsa, komm. So und so war das mit dem Zurücklaufen also nicht gemeint. Das ist das Böse, dass man nicht schnell genug laufen kann. So, jetzt bin ich tot. Ich denke, dass wir es damit auch lassen für heute. Mann, hey.
So ein Theater. Meine Güte. Da sage ich noch, positionier dich so, dass du zurücklaufen kannst, weil wenn der mal tatzt, dann ist echt alles, dann ist wirklich gute Nacht. Und dann positioniere ich mich gerade so, dass ich dann da hinten hängen bleibe. Und das Programm macht mir dann Probleme, weil schnell wegkommen tut man einfach nicht. Naja, egal. Sind wir mal wieder gestorben? Nicht so schlimm. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jolina jagt den Bären. Ciao!